Sie wissen bereits, dass Sie für Ihren Ruhestand sparen sollten. Aber wo sollen Sie das Gesparte denn anlegen? Es gibt drei große Anlageklassen, die Ihnen langfristig eine Rendite erzielen. Immobilien, Anleihen und Aktien. Sie sind sich vielleicht nicht bewusst, aber wenn Sie ein Haus haben, haben Sie bereits eine große Investition in Immobilien. Wenn Sie eine Pensionskasse haben, dann haben Sie bereits ein großes Engagement in Anleihen. Das gibt uns den ersten Grund für Aktien. Diversifikation. Sie sollten Ihr Anlagevermögen in Aktien anlegen, weil Sie in den anderen Anlageklassen schon stark exponiert sind. Es gibt noch einen zweiten Grund. Ökonomen haben nachgewiesen, dass Aktien die höchsten Renditen erzielen. Das macht auch sehr viel Sinn. Denn als Aktionär sind Sie Teileigentümer eines Unternehmens. Und alle Manager, die in diesem Unternehmen angestellt sind, versuchen nichts anderes, als für Sie einen Gewinn zu erzielen. Und dieser Gewinn gehört zum Teil Ihnen. Merken Sie sich also, Sie sollten Ihr Gespartes in Aktien anlegen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, Diversifikation zu anderen Vermögenswerten. Und zweitens, weil Aktien die höchsten Renditen erzielen.